Ja, Stefan und ich kennen uns eigentlich durch einen gemeinsamen Freund und irgendwann haben wir bei dessen Geburtstagsfeier mal zusammengesessen und dann haben wir so ein bisschen über Tontechnik und sowas gesprochen. Ich wusste das gar nicht, aber habe dann eben erfahren, dass Stefan hier ein Tonstudio hat, wo hier haufenweise goldene Schallplatten an den Wänden hängen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn schon jemand von diesem Format hier bei uns in der Nähe sein Tonstudio hat, dann ist das natürlich der perfekte Aufhänger, um eben mal so ein paar Prototypen-Lautsprecher vorbeizubringen und einfach mal zu sagen, wie er die so findet und wie die halt eben in so einer Umgebung tatsächlich auch performen. Mein Name ist Stefan Köhne, ich bin Musiker und Produzent und wir sind hier in den Bounce Recording Studios. Ich bin Musiker seit ja schon fast 25 Jahren und habe eigentlich musikalisch von Pop über Hip-Hop, Rock bis hin zum Schlager eigentlich schon irgendwie alles gemacht. So die größten Erfolge hatte ich mit Deutschland sucht den Superstar, wo ich für Dieter Bohlen viele Sachen gemacht habe, zum Beispiel Beatrice Egli, Prince Damien, aber auch Künstler wie Vanessa Mai, Andrea Berg, Cimino Rossi, um so die bekanntesten zu nennen. Hab nach der Schule und dem Zivildienst angefangen, in einem Tonstudio zu arbeiten, bin dann aber über einen Freund an ein Studio in Hamburg gekommen und habe da lange gearbeitet. Als ich in Hamburg angefangen habe, das war ein Studio, die haben früher die alten Sachen Nana, Papa Bär, Big Brother Christian gemacht und das erste Album von Sarah Connor. Durch die Hamburger Zeit bin ich einfach die wirklich großen Systeme gewöhnt, weil mit denen ich da gearbeitet hatte, die waren auch eher auf große Systeme gepolt. Also es war wirklich Disco-Lautstärke, dass man den Bass im Bauch spürt, so da geht's für mich los, weil ich nun mal auch viel Musik mache, die dann ja über den Groove funktioniert und den muss ich auch irgendwie spüren. Bei der C-Box hatte ich schon ein Aha-Erlebnis, als ich im Mix gesehen hatte, dass die Membranen jetzt ziemlich doll entgegenkamen, wo ich gesehen habe, alles klar, der reagiert sehr gut, wenn man im Bassbereich ein bisschen zu harsh ist. Und zur Pivota, also ergänzen sich natürlich auch super. Der Wechsel zwischen klein und groß ist natürlich der richtige Weg am Ende des Tages. Also als wir die angeschlossen haben, haben wir sie, glaube ich, sofort auch einmal getestet, hochgefahren. Und ja, ich habe momentan ein Zwei-Wege-System gehabt zu der Zeit. Und das Drei-Wege-System, so, das war natürlich schon mal ein Aha-Erlebnis, die beste Auflösung zu hören. Ohne Ende Bassdruck, also da gibt es keinen Zweifel dran. Und aber auch die Auflösung mitten und Höhen war super, also sehr präsent, sehr im Gesicht. Also der Druck war auf jeden Fall da, das ging in den Bauch, so wie man sich das auch irgendwie wünscht oder wie ich das wünsche. Wenn man jetzt quasi einen Wunsch frei hätte, wäre dann natürlich zur C-Box noch die Mirror zu haben als Zwischensystem und dann die Pivot. Also das ist natürlich dann die Nonplusultra, würde ich sagen.